Natürlich sind viele Problemfelder noch nicht, zumindest nicht von mir, angesprochen worden. Einfach deswegen, weil das Feld zu groß ist und es immer etwas gäbe, das noch behandelt werden müsste. In diesem Video soll das Thema trotzdem vorläufig abgeschlossen werden, mit einer Anregung, was meiner persönlichen Meinung nach dringend angegangen werden muss. Zwei Problemfelder sind es, die dringend abgestellt gehören. Das erste ist, es muss erlaubt sein, sowohl den Islam als auch die Muslime zu kritisieren. Das bedeutet ganz dringend weg mit dem Blasphemieparagraphen und auch weg mit dem Verhetzungsparagraphen. Menschen das Reden zu verbieten ist naturrechtswidrig. Schon klar, für 95% der Menschheit ist Naturrechtswidrigkeit nicht mal ein Argument, aber jede Form von Redeverbot. Auch das Hetzverbot haben historisch gesehen mehr Schaden angerichtet, als sie Nutzen gebracht hätten. Einige Links zum Thema finden Sie in der Beschreibung, beziehungsweise lassen sich auch mit etwas Suchen leicht selber finden. Jetzt werden natürlich einige empört sein und sich fragen, wo ist es denn nicht erlaubt, Muslime und den Islam zu kritisieren? Man findet die Kritik doch überall. Ja, auf Englisch. Und auf Deutsch von Leuten, die nun unter Personenschutz leben oder sich vor Gericht wiedergefunden haben. Oder beides. Machen Sie mal ein Video zu dem Thema, dann werden Sie sehr schnell bemerken, wie Sie anfangen zu überlegen, ob Sie alles so sagen können, wie Sie wollen oder nicht. Da spürt man schnell die Fesselwirkung des Blasphemieparagraphen 188 StGB, der darauf abzielt, ob sich ein Betroffener vielleicht ärgern könnte. Da allein schon die Kosten für so ein Verfahren normale Menschen ruinieren können, ist die gewünschte Wirkung, Religiöse bloß nicht zu verärgern, erreicht. Ich weiß nicht, ob das jedem, der jetzt da zuschaut, klar ist. Der Wahrheitsbeweis hilft nicht. Selbst wenn eine Behauptung über den Islam, theoretisch auch bei jeder anderen Religion, aber wir reden ja jetzt über den Islam, also selbst wenn die Aussage vollkommen der Wahrheit entspricht, kann diese Aussage strafrechtlich verfolgt werden. Das Kriterium ist nicht der Wahrheitsgehalt, sondern die Antwort auf die Frage, ob sich ein Moslem darüber geärgert hat, dass man das gesagt hat. Und der im Gesetz benutzte Zusatz, dass es sich um ein berechtigtes Ärgernis handeln muss, macht das Ganze nur zynischer. Die meisten haben ja noch das Beispiel Susanne Winter in Erinnerung. Das, was sie gesagt hat, entspricht absolut der Wahrheit. Es bestreitet auch keiner, dass das, was sie gesagt hat, wahr war. Sie wurde trotzdem verurteilt. Dieses Urteil nennt sich Recht, obwohl es eindeutig Unrecht ist. Das ist übrigens das Nächste, was den Aufklärer ärgert. Man wird durch solche schlechten Gesetze gezwungen, Menschen zu verteidigen, die man nicht verteidigen möchte. Solange diese Gesetze nicht geändert werden, werden die Muslime auch nicht im großen Rahmen mit der wahren Natur ihrer Religion konfrontiert. Es stimmt schon, die radikale und fundamentalistische Minderheit, die genau weiß, was ihre Religion will und auch entsprechend handelt, das ist nominell eine Minderheit. Aber wir reden hier nicht von 1 oder 2% Islamisten, wir reden von 20, 30, 40 und noch mehr Prozent, je nach Fragestellung, die durchaus extreme fundamentalistische Haltungen einnehmen. 20-40% Fundamentalisten bei einer Gruppe von 1,5 Milliarden. Das ist nicht wenig, da ist die Bezeichnung Minderheit nur technisch gesehen angebracht, aber nicht wirklich. Wir dürfen aber auch jene 50-60% Taufschein-Moslems nicht vergessen, die wirklich null Ahnung von ihrer eigenen Religion haben. Und ich meine wirklich keine Ahnung, gar keine. Im Gespräch mit so vielen Moslems kommt immer wieder deutlich heraus, dass sie genau zwei Dinge wissen. Ihr Gott wird Allah genannt und Mohammed war sein Prophet, also das Glaubensbekenntnis. Und Mohammed war der perfekte Moslem. Und wenn man sie dann mit den Taten von Mohammed konfrontiert, erntet man regelmäßig Unglauben und Leugnung. Bei
Dingen, die man eigentlich nicht leugnen, nicht bestreiten kann, da sie ja klar überliefert sind. Viele, wirklich viele Moslems haben keine Ahnung davon, was ihr Prophet so alles gemacht hat, beziehungsweise kennen nur einseitige, moralisch akzeptable Geschichten. Deswegen Aufklärung. Ganz neutral über die Dinge reden, die Mohammed so gemacht hat. Mohammed ist die Person seiner Zeit, über die am meisten überliefert ist. Von ihm weiß man fast von jedem Tag, was er da gesagt hat, was er getan und gegessen hat, wen er hat umbringen lassen, wen er versklavt hat und gegen wen er wieder mal einen Krieg begonnen hat. Das ist alles überliefert. Einfach mit klaren Worten fragen, ob jemand mit einer Biografie wie Mohammed heute wirklich ein Vorbild sein kann. Moslems hören von Anfang an nichts anderes, als wie toll und vorbildlich und perfekt Mohammed war. Kein Moslem kann beleidigt sein, wenn man ihm weitere Informationen über Mohammed zukommen lässt. Und die Frage, warum er über Mohammed so einseitig informiert wurde oder auch gar nicht informiert wurde, die soll dann jeder Moslem für sich selber beantworten. Und das war dann auch schon das zweite Problemfeld. Das weit verbreitete Unwissen vieler Moslems über ihre eigene Religion. Dieses Unwissen erlaubt es so vielen Menschen, ohne groß darüber nachzudenken und vor allem ohne sich dabei schlecht zu fühlen, Moslems zu sein. Solange man ungebildet ist, hat man nämlich immer die Ausrede, man habe nicht gewusst, was hier alles an Schlechten in der Religion zu finden ist. Aber gerade in Österreich und Deutschland sollten wir den Menschen nicht erlauben, wegzuschauen, was ihre eigene Ideologie betrifft. Wir wissen, was passiert, wenn Menschen wegschauen und nicht wissen, was ihre Ideologie so treibt. Das wären meine beiden Anregungen, was man tun könnte. Redeverbote abschaffen und so gut es geht aufklären. Meine Vorhersage zum Thema Islam ist allerdings insgesamt düster. Denn wir können nur in unserem eigenen Einflussbereich etwas tun. Und das ist zu wenig und zum Teil verboten. Die Aufklärung, die Lösung des Problems, muss von den Moslems selber kommen. Und das sehe ich zurzeit nicht. Der allergrößte Teil der Muslime ist nicht bereit, sich zusätzlich zu informieren oder zu reflektieren. Und ich bin durchaus gewillt anzunehmen, dass das kein spezifisch muslimischer Mangel ist, sondern einfach eine menschliche Eigenschaft, nämlich die, dass man eine Überzeugung, die man einmal eingetrichtert bekommen hat, kaum jemals wieder ablegt. Was werden jetzt die Problemfelder der Zukunft sein? In Afrika und im Nahen Osten wird die Bevölkerung in den nächsten 50 Jahren von 1 Milliarde auf 2 Milliarden steigen. Etwa 40% dieser Milliarde werden die Kinder aus verwandten Ehen sein, das heißt deutlich weniger intelligent und deutlich anfälliger für Schäden psychischer und körperlicher Natur. Die Wirtschaft läuft in vielen afrikanischen Staaten durchaus respektabel gut. Gut genug, dass ein normales Bevölkerungswachstum aufgefangen werden könnte. Gut genug, dass sich Stabilität und Zivilisation ausbreiten könnte. Aber nicht bei einer derartig absurden Geburtenrate und schon gar nicht, wenn so viele davon Inzuchtnachkommen sind. Hunderte Millionen Afrikaner werden im Leben scheitern, mit den üblichen Katastrophen, die so etwas mit sich bringt. Siehe mein Usebulge-Video bzw. die Ausführungen von Gunnar Heinzson. Kann man auch auf YouTube leicht finden. Die ganz großen Katastrophen werden in Afrika selbst passieren, mit Kriegen und Völkermorden in einem Ausmaß, die jeder Beschreibung spotten werden. Das, was jetzt gerade in Jemen passiert, wird sich in großen Teilen Afrikas wiederholen. Aber die irrsinnige Bevölkerungsexplosion wird auch hunderte Millionen Afrikaner aus dem Kontinent heraustreiben. Und ich sehe kein mögliches Szenario, bei dem so etwas passiert und unsere zivilisatorischen Errungenschaften erhalten bleiben können. Ein einziger kleiner Hoffnungsschimmer ist die Entwicklung in Algerien. Dort ist die Geburtenrate hoch, aber immerhin bei unter 4, teilweise sogar in der Gegend von 3. Und prompt gibt es keine Dörferabschlachtungen mehr. Wenn wir nun hoffen,
dass sich die anderen afrikanischen und arabischen Staaten ähnlich entwickeln, dann könnte die ganz große humanitäre Katastrophe ausbleiben. Aber solange die Moslems nicht angemessen konfrontiert werden, Widerstand erleben und die Welt und die Gesellschaft weiterhin Appeasement betreiben, haben die Moslems auch keinen Grund, eine Aufklärung zu starten. Und deswegen wird sich auch nichts ändern. Ich hoffe, ich irre mich. Danke.